Klack, klack. So, hier werden wir noch ein wenig aufbauen. Aber aus einem ganz einfachen Grund. Weil ich würde doch gerne irgendwie... Komm, kriege ich das hin? Dann musst du mal weichen hier. Weiche. Ich würde doch gerne hier... Jetzt komme ich nicht drauf. Zu der anderen Insel eine Brücke rüberbauen. Genau das wollte ich sagen. So, Huhn, stirb. Klack, klack und klack. Und dazu werden wir ein wenig Platz brauchen. Ich möchte natürlich die natürliche Form dieses Blocks ungefähr beibehalten. Aber hier sollte man jetzt eine Brücke bauen können, genau. Mal schauen, wie wir es machen, wie ich es mache. Wir können auch zu da drüben, genau, wir können ja eigentlich nach da drüben dann noch eine bauen. Und von da drüben aus dann hier rüber kommen. Dass man von da drüben aus hier rüber muss. Aber was bauen wir hier drauf, ist die Frage, ne? Also wir können... Können tun wir viel. Ich würde sogar sagen, ich nehme noch eine runter, weil diese Insel ist extrem groß, also tief. Und da brauchen wir nicht so eine Höhe hier. Und so weiter wir wegnehmen... Boah, ey, Moment, jetzt mach ich das mal. Also, ups. Falsch. Das wollte ich. Es geht ja nicht weiter hier so. Ständig diese Weihnachtsmusik. Wizard Tor, das kenne ich noch nicht. Moment, ein bisschen lauter. Huch. Kaputt. Nee, da ist er. Ich habe sie fallen gelassen. Einfach fallen gelassen an der nächsten Ecke. Ist eine sehr ruhige Musik. Da-da. Ich habe schon mal gehört, dass es Programme geben soll, mit der man die Musik anpassen kann, dass das alles gleich laut klingt ungefähr. Muss mal eventuell gucken, ob ich so auf so ein Programm irgendwie stoße. Wenn von euch einer weiß, wie so ein Programm heißt, das wäre nicht schlecht, wenn ihr mir das sagt. Was war denn das jetzt? Jetzt ist das habt ihr natürlich nicht gesehen. Gerade kam durchs Fenster schon wieder. Alter, irgendwer fotografiert gerade das Haus, in dem ich drin sitze. Das kommt mir jetzt gerade ein wenig strange vor. Irgendwer sitzt da drüben am Fenster mit einer Kamera und fotografiert genau in meine Richtung. Also nicht, dass ich Fame wäre oder so, aber das macht mir gerade wirklich ein bisschen Angst hier so. Warum fotografieren da Menschen mich? Tja, ich bin anscheinend schon so Fame und habe schon 5 Fans, dass ich schon fotografiert werde. In die Medien kommen dann. Ja, ich weiß. Ich kann hier nirgendwo Pilz anpflanzen. Ich will einen Pilz anpflanzen! Erstmal die Blume wieder anpflanzen und dann würde ich sagen, pflanze ich einfach mal den Baum an. So, komm hier, Baum. So. Und da hinten sehen wir unser Haus schon, das halb generiert nur ist. Und der Kakao ist schon wieder fertig, alter Schwede. Kakao ist echt so ein Ding. So. Hier ist noch ein bisschen davon und... hier, jetzt habe ich das Huhn mit... Ich habe das Huhn erdinisiert. So, und falls hier mal Creeper Armada ist, können wir auch runterspringen ins Wasser rein. So, jetzt muss ich das mal überlegen. Wie mache ich? Was baue ich denn jetzt hier oben drauf? Die haben beide ein bisschen Kies verloren, ne? Das ist kein Kies, das ist Kot. Kot-Kies. Nicht Kot-Red, sondern Kot-Kies. Ich könnte ja eventuell... Würde das aussehen, wenn ich hier oben einen Turm drauf packe? Was meint ihr? So leuchtturmmäßig würde natürlich doof aussehen, wenn hier überhaupt nirgends vor Wasser ist. Aber so felsenturmmäßig, das wäre vielleicht ein bisschen massiv, ja? Ich könnte aber auch... Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob ich das hinkriege. Wenn ich hier oben so eine Art Ruine drauf baue. Aber
da habe ich jetzt auch. Ja. Ruine. So. Das ist alles, was übrig geblieben ist. Oder auch nicht. Ja, okay. Also ich würde sagen, das bringt hier oben jetzt erstmal nichts. Wow. Ich hoffe, ich sterbe jetzt ja nicht, wenn ich hier runterfalle. Sieht sehr hoch aus, also. Achso, ich habe ja gerade gesagt, wir können jetzt nur runterspringen ins Wasser. Warum mache ich es denn nicht? Ach, ich bin ein Held. Dann pflanze ich hier oben erstmal Bäume an. So, hier. Sieht ein bisschen freundlicher aus. Und wir können jetzt hier runterspringen, gell? Hoffe ich. Giranimo! Ui. Das war heftig. Da sind wir auf jeden Fall tief gefallen. Hier geht's runter. Okay. Ich will aber nicht ins Nirgendwo. Also wir müssen auf jeden Fall noch überlegen, was wir damit bauen. Da werde ich mir mal offline ein paar Gedanken machen. Also nicht, ich werde es nicht ausprobieren, aber ich werde mir ein paar Gedanken machen, was ich baue. Und das dann in der nächsten Aufnahme mit reinbringen. Auf jeden Fall werden wir da demnächst jetzt was bauen. Irgendwas Protziges, Cooles. Mal schauen. Das ist ein Dorfbewohner. Ich frage mich einfach, warum manchmal solche Dorfbewohner entstehen. Ist das ein Baby? Nee. Weil hier sind, hier können doch gar keine Dorfbewohner sein, oder? Oder? Lass mich. Habe ich ein Schwert? Eins habe ich noch, ja. So. Oh. Er hat mich getroffen. Nein. Ein Ei. Doch kein Ei. Kann ich irgendwo Pilz anpflanzen? Nö. Wow, lasst mich, Alter. Ich bin hier unten, hä? Wollte ich nicht gerade nach oben? Wollte eigentlich nach oben, nicht nach unten. Nach oben, wollte ich nach oben. Wow. Ich will nach oben. Hühnchenfleisch? Hühnchenfleisch. Gib mir Hühnchenfleisch. Ich brauche Hühnchenfleisch. Hühnchen! Anschleichen. Sie haben uns entdeckt. Rennt um euer Leben. Um euer billiges kleines Leben. Rennt schneller. Rennt. Hoppala. Hier wollte ich eigentlich rein. So. Was haben wir denn da so? 11 Eier. Okay. Gut. Oder schlecht. Oder gut und schlecht. Wie wär's denn, wenn wir hier weiter bauen? Ich meine, was war das für Holz hier? Eiche, gell? Haben wir Eiche dabei? Ja, haben wir. Oh. Zu wenig, wie es aussieht. Dann lege ich hier erstmal diesen ganzen Grünzeugsgezubels auf, was ich jetzt eigentlich mit hochnehmen wollte. So, 2 Eier. Und dann mache ich hier mal ein bisschen Eiche rein. So, und dann machen wir hier so. Und klack. Und dann haben wir hier 30 davon. Machen wir hier zu und. Würde das aussehen? Ja, klar, dann lasse ich das da so. Und dann werde ich hier noch. Zubauen. Und dann gehen wir noch hier außen rum. Und dann noch mal hier noch zu. Hier können wir es eigentlich komplett zumachen. Ja, hier können wir es eigentlich komplett wegdicht machen. Haben wir leider nicht genug Holz jetzt gemacht. Aber ich habe ja noch genug hier. Also genug nicht, aber auf jeden Fall einiges. So, das sollte reichen jetzt, hoffe ich mal. Und da werden wir hier oben dann unser Tierfarmzeug lagern können. Wir wollen jetzt langsam mal überall unsere Lager aufschlagen, damit wir nicht ständig immer alles so dämlich ordnen müssen. Okay, dann geht's mal jetzt zum Zaunbau. Zaun, dann nehme ich mal das Holz hier. Kann ich komplett verarbeiten, ist kein Ding. So, dann machen wir Zäune mal ein paar. Noch mehr Zäune. Dann gehe ich mal hoch. Und Zäune auswählen. So.
Und wenn ich dann jetzt hier... Das ist ein Viereck, ne? Also theoretisch gesehen dürfte das... Ach, okay. Verstehe. Verstehe. Dann werde ich mal gucken und dann brauche ich das hier und dann brauche ich das und dann brauche ich den Zaun. Und ich, entweder mache ich das... Hier passt eh nichts drunter, ne? Genau. Mache ich hier Zaun hin. Dann kommt hier auch noch so drunter. Genau, da haben wir hier ein Ding. Oh, Moment. Dann haben wir hier so eine Tür. So haben wir hier so eine Tür, genau. Und dann machen wir das noch dahin. Und dann machen wir hier dasselbe auf der Seite. Genau. Dann haben wir so einen kleinen Vorraum, wo wir reinkommen. Kann man da noch irgendwas hinstellen? Eventuell vielleicht eine Kiste? Ach ne, ich stelle jetzt mal noch keine Kiste rein. Und dann haben wir hier unseren anderen Raum, den wir jetzt mit Fackeln erleuchten werden. Eins, zwei. Was haben wir hier jetzt? Hier sind wir über unserem... Moment, da habe ich eine Idee. Ja, vielleicht wäre ganz praktisch, wenn ich mir hier erstmal ein Bett reinbaue. Wäre vielleicht einer der ersten Schritte, die ich nehmen sollte. Allerdings habe ich wahrscheinlich kein... eine Wolle dabei. Eine Wolle. Zwei Wolle. Ob wir es rüber schaffen? Geschafft, gut. Dann habe ich hier noch irgendwo ein Wolle, ein Wolle, ein Wolle, ein Wolle. Ich habe keine Wolle. Ich habe keine Wolle. Nehme ich die Beine mit. Da fehlt mir noch eine Spinne dann. So. Und die Zombies brennen. Und das Skelett brennt auch. So. Irgendwo eine Spinne. Da drüben ist eine Spinne, genau. Nur nicht zu nah an den Creeper ran. So, gib mir deine Wolle. Ja, natürlich gibt es mir keine Wolle. Was auch sonst. Ist ja nicht so, dass ich die Wolle jetzt gerade brauche. Deswegen kriege ich auch keine. Ist ja logisch eigentlich. Nein! Warum? Warum tust du mir das an, Creeper? Ja, überlegt, das haben wir ja alles... Nee, war das, das? Ist das... Ah, das ist auch Wolle. Ah, Problem gelöst. Gut. Ja, überlegt, das war ja alles am Anfang gar nicht so da, wie es jetzt da ist, weil das haben wir ja alles hier aufgeschüttet. Eigentlich schon geil. Wenn man sich das so überlegt, dass nach 100 Folgen die Welt schon... Oh. Das ist ungut. Ist da eins entkommen jetzt? Hatten wir zwei? Ja, da ist eins entkommen. Klasse. Ich brauche Weizen. Schnell, Weizen. Ich wollte jetzt den Zaun kaputt schlagen, aber... Moment. Weizen, 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 Weizen. Wolle, Wolle, Wolle. Wolle, Wolle, Wasser haben. 1, 2, 3. So. 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 Dann hier schnell sehen und ich brauche Weizen. Genau. Bevor es abhaut. Niemand entkommt mir, auch du nicht, Schwein. Schweine, Schweine gehen gerade. Wollte doch einmal Käse haben. Ich heiße Zerpetze, Petze. Ach so, da kommt das Zeug her, okay. Schwein? Schwein?